Unter dem Video von letzter Woche fand ich diesen Kommentar hier und ich möchte ihn zum Anlass nehmen, um mal ein bisschen Klarheit zu schaffen und ein bisschen aufzuräumen im Dickicht der Psychologen, Therapeuten und Coaches. Wer darf eigentlich was? Was steckt hinter welchem Begriff? Und ich möchte das ganz gerne aufteilen, einmal in das Formale, das Rechtliche. Und das andere, was ist halt auch inhaltlich einfach wichtig. Fangen wir mal formal an. Wir haben zumindest hier in Deutschland das Problem, dass die Nachfrage nach Psychotherapeuten das Angebot bei weitem übersteigt. Zumindest in Bezug auf die psychologischen Psychotherapeuten. Das sind die, die von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Das sind Menschen, die haben Psychologie studiert und haben auch eine therapeutische Ausbildung absolviert. So, das sind die psychologischen Psychotherapeuten, die zahlen die Kasse. Bei den privaten Kassen sieht das zum Teil anders aus, die zahlen manchmal auch noch Heilpraktiker und dergleichen. So, wenn jemand sagt, dass er Psychologe ist, dann bedeutet das, dass er Psychologie studiert haben muss, denn dieser Begriff ist in Deutschland geschützt. Das bedeutet aber nicht, dass er notwendigerweise eine therapeutische Ausbildung hat. Denn viele Psychologen gehen ja danach auch in die Wirtschaft oder sonst wohin und therapieren nicht. Das ist nicht Bestandteil des Studiums. So, das bedeutet, die Berufsbezeichnung Psychologe ist rechtlich geschützt, darfst du nur mit Studium führen, und zwar mit Abschluss bitte. Ja. Aber es bedeutet nicht, dass ich auch therapieren darf. Dafür muss ich eben auch noch eine mehrjährige Ausbildung absolviert haben und dann darf ich mich psychologischer Psychotherapeut nennen. So. Der Psychiater wiederum, das ist ein studierter Mediziner, ganz normaler Mediziner, der anschließend seinen Facharzt gemacht hat, der sich anschließend spezialisiert hat auf Psychologie und Psychiatrie. Und das ist auch der Einzige, der Medikamente verschreiben darf. So. Was zumindest aus meiner Sicht auch sehr sinnvoll ist, denn Psychopharmaka, finde ich, gebieten aufgrund ihrer Wirkweisungen und Wechselwirkungen und auch aufgrund ihres hohen Suchtpotenzials zum Teil auch wirklich einen sorgsamen und, wie ich finde, auch fachlich fundierten Umgang. So. Und dann gibt es da die Heilpraktiker für Psychotherapie. Heilpraktiker für Psychotherapie ist eine Fortbildung, die nach deutschem Recht das Therapieren von psychischen Erkrankungen und Störungen erlaubt. Das darf zum Beispiel ein Coach oder ein Berater ohne Zusatz, also ohne diese Zusatzfortbildung darf der das nicht. So. Das heißt, die Heilerlaubnis kann entweder über das Studium erworben werden, also die anschließende therapeutische Ausbildung, oder bei den Heilpraktiker. Das schließt übrigens auch das Diagnostizieren mit ein. Wer keine Heilerlaubnis hat, der darf auch nicht diagnostizieren, rechtlich. So. Wenn jetzt jemand Heilpraktiker ist oder Heilpraktiker für Psychotherapie, dann darf er sich in Deutschland nicht Psychotherapeut nennen, weil das irreführend ist, sondern er muss den Zusatz führen, Psychotherapeut nach dem Heilpraktikergesetz, damit eindeutig klar ist, welche Ausbildung er durchlaufen hat. Und das sollte er auf seiner Website, auf seinem Hausschild, auf seiner Visitenkarte überall stehen haben. Es reicht auch nicht, einfach nur die Kurzform HP Psych zu verwenden. Das kann man zwar umgangssprachlich machen, ich bin HP Psych, aber nicht im Umgang mit Klienten oder in seiner Außendarstellung, weil das eben irreführend ist. Etwas anderes, was mir in diesem Zusammenhang auch öfters begegnet, ist, ich sage mal, dass, wie sage ich das am besten, dass Doktortitel missbräuchlich verwendet werden. Vielleicht sage ich das so. Ich bin unlängst über eine Therapeutin gestolpert, die mit Doktortitel so und die auch Psychotherapeutin ist. So. Und der Doktortitel wird verwendet im direkten Zusammenhang mit dem Begriff Psychotherapeutin. Naja, und was denkt man da? Man denkt natürlich, dass diese Person den Doktor in Psychologie gemacht hat. In dem Fall war das aber nicht so, sondern es war in Philosophie. Und das ist ein Unterschied. Jetzt muss ich fairerweise sagen, das Beispiel ist nicht aus Deutschland, sondern aus einem deutschsprachigen Nachbarland. Vielleicht ist das da gesetzlich auch ein bisschen anders geregelt. Mir ist es aber auch in Deutschland schon mal begegnet, dass ich da eine Doktorin hatte, die im therapeutischen Kontext arbeitet, aber einen Doktortitel in Kommunikationswissenschaften hat. Und ich finde,
Das gehört zur Integrität dazu, dass man das sehr klar kommuniziert und auch aufpasst, dass man das nicht auf der letzten Ecke irgendwo mal kommuniziert, sondern dass von vornherein klar ist, wenn ich da Doktor habe, dann mache ich halt Dr. Phil dahin beispielsweise, dass einfach klar ist, mein Doktortitel ist kein Psychologie-Doktortitel, wenn ich nicht wirklich einen habe. Ich finde, das schuldet man den Hilfesuchenden, ich jetzt so. Das heißt, als Hilfesuchender, wenn ihr auf der Suche nach einem Therapeuten seid, dann solltet ihr euch genau erkundigen, welche Qualifikationen hat jemand, in dessen Hände ihr euch vielleicht begeben wollt. Ja? Das gilt auch für Coaches. Klare Ansage. Denn auch das ist eine Profession, zu der ein vernünftiges Handwerkszeug gehört. Ja? Das Schwierige ist, dass diese Berufsbezeichnung nicht geschützt ist. Das heißt, jeder kann sich Coach nennen. Ist überhaupt kein Problem. Und es gibt auch im Coaching mit Sicherheit Naturtalente. Ist überhaupt keine Frage. Bestimmt gibt es die sogar. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie beweist mir jemand, dass er seinen Job, den er da macht, und seine Verantwortung als Coach, dass er die wirklich ernst nimmt? Und ein Hinweis für mich ist dann, dass jemand, der das macht, sich fort- und weiterbildet und das auch regelmäßig. Denn ich mag vielleicht mit Talent für eine Sache gesegnet sein, das kann ja sehr gut sein, aber Talent besitzen heißt halt nicht Wissen. Ne? Wissen über Störungsbilder, Wissen über Methoden, Wissen über Krisenintervention, Wissen über bestimmte Therapie- und Heilverfahren, was weiß ich. Das gehört halt für mich dazu. Also wenn jemand nur sagt, ich habe Lebenserfahrung, finde ich ein bisschen wenig. Ja. Und vor allem braucht ein guter Coach aus meiner Sicht auch Reflexionsfähigkeit. Und die schult er zum Beispiel auch regelmäßig in Supervision, wo er eben sich und seine Arbeitsweise einfach überprüft. Das ist die Idee. Das heißt, bei der Auswahl von einem Coach würde ich ganz genau schauen, wie hat sich diese Person bisher fortgebildet, was finde ich da? Hat diese Person, zeigt sie, dass sie sich methodisch ausprobiert hat und wie stellt sie sich einfach auf in der Sache? Und das ist bei professionellen Coaches auch überhaupt kein Problem, das zu erkennen, denn wer in dem Job professionell unterwegs ist, macht diese Fortbildung und die sind auch nachweisbar. Das finde ich auch nochmal wichtig. Ja, als guter Coach ist man ja auch ein Suchender, man hat also auch ein Interesse daran, sich fortzubilden und man kann das dann auch belegen, dass man bestimmte Fortbildungen besucht hat, noch eine gewisse Anzahl. Ich meine, das klingt jetzt auch vielleicht mal prosaisch, Fortbildungen kosten einen Arsch voll Geld in dem Bereich, die besuche ich in der Regel auch nur, wenn ich das auch professionell mache. Das heißt, wenn ich auch tatsächlich mit Klienten arbeite, über die nämlich Geld reinkommt, nutzt mir ja nichts, wenn jemand 3 Fortbildungen macht oder gemacht hat und noch nie mit Menschen gearbeitet hat. Ne? Dann, wo ist da die Erfahrung, würde ich mich fragen. Das heißt, wenn ein Coach über keinerlei Ausbildung oder keinerlei Fortbildung verfügt, dann wäre ich vorsichtig. Und das gilt aus meiner Sicht auch für die Heilpraktiker für Psychotherapie, denn die Fortbildung zum HP-Psych umfasst keine therapeutische Fortbildung. Das muss man ganz klar sagen, das ist wichtig. Man lernt alles über Störungsbilder, über den ICD-10, man lernt alles über Diagnosen, aber therapeutische Ausbildung, die macht man on top. Das ist kein Teil der HP-Psych-Ausbildung. Ja? Und wenn die jemand nicht hat, diese zusätzlichen Ausbildungen, würde ich da nicht hingehen, ganz persönlich. Kein Kriterium, vielleicht auch das noch dazu, ist für mich, ob jemand Mitglied in diversen Berufsverbänden ist. Weil da ist es auch so, in den einen oder anderen Berufsverband kommt man relativ leicht rein, da geht es um Mitgliedsbeiträge und dergleichen. Also das sind jetzt 1000 Siegel da auf der Website, das ist jetzt nicht so das, wo ich als erstes nachschauen würde, aber das mal nur am Rande. Wenn sich jemand als Coach anbietet und nicht über mehrjährige nachweisbare Qualifikationen verfügt, ja, ich wäre vorsichtig. Dazu gehört auch, jeder Mensch kann sich Coach nennen, ich sagte es schon. Und auch jeder Mensch kann sich nur Therapeut nennen, ist kein Problem. Und jeder Mensch kann sich auch systemischer Therapeut nennen, das ist nicht geschützt. Aber wer eine fundierte Ausbildung hat, der wird belegen können, wie er dazu kommt, sich so zu nennen. Und der wird auch sagen können, wann, wo, wie lange, bei welchem Institut hat derjenige diese Weiterbildungen
absolviert. Es laufen so viele Heilsbringer durch die Welt, ja. Und ich finde, da sollte man, wenn man ein Problem hat im Leben, psychischer Natur, emotionaler, wie auch immer, wenn man also eh schon vielleicht ein bisschen in der Defensive ist, da sollte man wirklich aufpassen, an wen man da gerät. Und da schadet es nichts, so ein paar Qualitätskriterien einfach mal als Messlatte anzulegen. Und für mich reicht die viel zitierte Lebenserfahrung, sich auf jeder fünften Seite, meine Lebenserfahrung, die reicht für mich da ganz ehrlich als Qualifizierung nicht aus. Lebenserfahrung, das ist für mich so die Minimalvoraussetzung, mehr aber auch nicht. So, das mal so zum formalen und zum rechtlichen Rahmen. Ich finde nichtsdestotrotz, ob jetzt Therapeut, studierter Therapeut oder Coach, die haben alle ihre Berechtigung im beruflichen Sinne. Der Therapeut hat tendenziell eher den Auftrag zu heilen, der Coach ist tendenziell eher lösungsorientiert in Problemzusammenhängen und Hängen unterwegs. Und das geht aus meiner Erfahrung heraus auch oft Hand in Hand. Es funktioniert super. Und deshalb ist es für mich auch sinnvoll, sich in beiden Bereichen fortzubilden. Und danach würde ich als Ratsuchender eben auch gucken. Das heißt, guckt hinter die Etiketten, guckt, was ist nachweisbar, was macht das Angebot von jemandem für einen Gesamteindruck, wie präsentiert der sich mir gegenüber oder im Netz? Und studierte Psychologen, muss man auch sagen, haben oft einen gewissen, ich nenne das jetzt mal Standesdünkel gegenüber den nicht studierten Therapeuten, vor allem gegenüber den Heilpraktikern, die werden immer so, Und das finde ich, bis zu einem gewissen Maß dürfen sie das ja auch gerne haben, denn ein Studium ist viel aufwendiger, geht mehr in die Tiefe, ist es keine Frage. Aber, und da hört für mich die Berechtigung des Dünkels auch auf, helfen können alle. Es hängt vom Einzelnen ab. Der studierte Therapeut ist nicht notwendigerweise der bessere Therapeut, das muss man auch klar sagen. Dazu gibt es sogar Studien. Und deshalb finde ich die Arbeit von Coaches oder Therapeuten ohne Studium durchaus gleichwertig, wenn sie sich ein gewisses Qualitätsverständnis zu eigen gemacht haben. Das ist für mich allerdings unabdingbar. Und dazu gehört auch, dass als Coach oder Therapeut sollte ich so ein paar oder Eigenschaften und Fähigkeiten mitbringen, die zu diesem professionellen Verständnis gehören, aus meiner Sicht. Da ist zum einen das methodisch fundierte Handwerkszeug, für mich ganz wichtig, ist die erste Säule für mich. Das zweite ist natürlich die Fähigkeit zur Empathie, mich in Menschen hineinversetzen können, mitschwingen können, ist ganz wichtig. Und die dritte, und das ist tatsächlich ein professionelles Kriterium auch, ist die Fähigkeit zur Reflexion und die damit auch einhergehende emotionale Unbefangenheit. Das ist ganz entscheidend. Die ersten beiden, das ist für die meisten immer ganz klar. Aber Reflexionsfähigkeit und daraus eben auch erkennen, daraus folgend auch das Erkennen der eigenen Baustellen, das finde ich für mich wichtig, das finde ich ganz zentral. Das bedeutet, ich sollte nicht meine eigenen Themen in Therapien oder in Beratungen einbringen. Wenn ein studierter Psychologe sagt, er will Therapeut werden, dann muss er selbst durch eine mehrjährige Therapie durch. Das muss der Heilpraktiker oder der Coach nicht. Ich persönlich finde das extrem sinnvoll. Ich habe das damals auch gemacht, wo ich noch gar nicht wusste, wo die Reise hingeht. Aber es ist einfach so, was man in dieser Arbeit oder in diesem Arbeitsfeld auf keinen Fall tun sollte, ist die eigenen Themen und Baustellen in die Arbeit mit Klienten hineintragen. Denn da gehören diese nicht hin. Das ist nicht der Bereich. Der Klient oder der Patient, je nachdem, wie man es nun hat, hat das Recht auf die ungeteilte Kompetenz des Therapeuten und Coaches. Und das bedeutet eben auch, dass der nicht seine eigenen Themen am Klienten oder mit dem Klienten verarbeitet oder an ihm sogar abarbeitet. Das ist ein missbräuchliches Verhalten. Das gehört nicht zum Ehrenkodex eines Therapeuten. Ja. Nehmen wir ein Beispiel, wenn ich selbst Opfer einer toxischen Beziehung mal war, schlimmen Beziehungsgeschichte,
Und ich hänge da noch drin. Ich habe noch eine Wut, ich habe einen Hass, ich bin noch extrem verletzt. Und dann kommt eine Klientin, die erlebt gerade dasselbe und kommt nicht klar. Dann bin ich mit Sicherheit der schlechteste Therapeut für diese Person, weil ich alles durch meine Brille und meine Befangenheit hindurch wahrnehme. Ich kann natürlich mit so einem Klienten arbeiten, aber erst, wenn ich für mich dieses Thema vollständig durchhabe, das heißt, dass ich das Thema auch inklusive meiner eigenen Anteile vollständig und komplett aufgearbeitet und ad acta gelegt habe, sodass ich auf die Erfahrungen daraus zugreifen kann, aber nicht mehr in dieser emotionalen Verstrickung drin bin. Das finde ich extrem wichtig. Meine Supervisorin, die sagt immer etwas flapsig, man sollte seinem Klienten mindestens eine Woche in dem Thema und der Reife und Entwicklung voraus sein. Und ich mag diesen Spruch und ich finde halt, man kann ein bisschen mehr als eine Woche, wäre vielleicht noch besser. Und ich muss mir einfach darüber im Klaren sein, wenn ich das nicht bin, dann rate und unterstütze ich Klienten auch nicht so, als wenn ich neutral wäre. Das macht einen Unterschied. Sondern vielleicht gebe ich dem Klienten das, was ich mir damals in meiner Situation gewünscht hätte. Das muss aber nicht notwendigerweise das sein, was dieser Mensch, der da gerade vor mir sitzt, jetzt braucht. Das ist halt ein Unterschied und das sollte ich halt klar haben, dass ich weiß, dass sich meine psychische Befangenheit, meine thematische Befangenheit sehr gut und sehr wahrscheinlich auf den Prozess mit dem Klienten oder Patienten auswirkt. Und das ist nicht professionell. Und das ist für mich auch tatsächlich der zentrale Anspruch an die eigene Arbeit, eine Art reflexive Ethik, so will ich das mal nennen, der man sich aus meiner Sicht, ob jetzt als Therapeut oder als Coach, ist egal, aber der man sich verpflichtet fühlen sollte oder die man für sich auch mal durchdenken oder durchfühlen sollte. Das heißt halt auch von der anderen Seite, wenn ich mir einen Therapeuten suche oder einen Coach suche, dann sollte ich schon nachhaken und nachfragen, hat der Ahnung vom Thema, aber eben keine eigene Betroffenheit, wenn es irgendwie geht, oder keine akute sozusagen. Das heißt, ich frage bei Coaches oder bei Therapeuten, ich frage nach Zusatzausbildungen, ich frage nach einschlägigen Fortbildungen und bei Coaches frage ich zum Beispiel auch nach Referenzen, die er vielleicht in dem Bereich hat, um den es mir geht. Und dann kommt noch am Ende der persönliche Faktor hinzu. Das heißt, wenn ich mir einen Coach suche oder einen Therapeuten, dann muss ich wahrscheinlich manchmal ein bisschen rumprobieren. Was brauche ich eigentlich? Was gefällt mir? Also bei welchem Typ Mensch fühle ich mich wohl und fühle ich mich aufgehoben? Denn der gute Draht zwischen Klient und Berater, der ist einfach auch entscheidend für den Erfolg des Miteinanders. Das heißt, brauche ich jemanden, der sich eher wie eine kuschelige Decke anfühlt? Oder brauche ich lieber jemanden, der ein Sparring-Partner ist? Fühle ich mich bei einem Mann wohler oder bei einer Frau? Brauche ich jemanden, der mit Humor arbeitet? Oder möchte ich es gerne ganz prosaisch nüchtern haben? Und das sollte ich für mich herausfinden. Ich weiß, am Anfang weiß man das nicht so, aber für mich gilt vor allem, wenn ich mich in die Hände von jemandem begebe mit meinem Problem und Hilfe suche, dann sollte ich mich bei diesem Menschen wohlfühlen und ich sollte diesem Menschen vertrauen. Es sollte eine vertrauensvolle Beziehung da sein, neben all den anderen Faktoren. Und wenn die nicht da ist, dann ist das auf jeden Fall für mich der falsche Coach. Dann sollte ich den wechseln. Die Arbeit mit Menschen, die bedeutet Verantwortung. Und dass diese Verantwortung ernst genommen wird, das sollte ich bei dem Coach, bei dem Therapeuten, wo auch immer ich hingehe, aber dass er diese Verantwortung ernst nimmt, das sollte ich spüren, wenn ich komme. Ich finde, das ist ganz, ganz entscheidend. Ja. Das war mir nach diesem Kommentar, den ich da diese Woche fand, nochmal wichtig, das einfach mal aufzudröseln, weil es teilweise sehr unüberschaubar ist und ich auch leider die Erfahrung gemacht habe, dass etliche mit Etikettenschwindel unterwegs sind, sich Therapeuten nennen, systemischer Therapeut, dies und das und einfach zero Fortbildungen haben. Und das wird mich immer misstrauisch machen. Es ist ein Job,
der Professionalität bedeutet. Und zur Professionalität gehört eben auch das entsprechende Handwerkszeug. Und ich hoffe, das hilft euch ein bisschen auf der Suche oder bei eurer Suche nach dem richtigen Therapeuten, Coach oder was auch immer. Und wer sich jetzt für mich und meinen beruflichen Hintergrund interessiert nach diesem Video, den findet ihr in Kurzfassung wie immer unter jedem einzelnen meiner Videos und in länger auf meiner Website. Das war's für die Sache für heute. Ein Hinweis noch: Es sind noch ein, zwei Plätze frei für meinen Resilienz-Workshop im August, den ich gebe, wo wir uns mit dem Thema Stärke deine innere Widerstandskraft näher befassen. Und vielleicht spricht das einen von euch hier an, ihr habt Lust, dann hier auf diesem Link auf der Website bei mir und auch unten in der Kommentarbox ist es verlinkt, findet ihr alle Infos dazu und vielleicht hat ja der eine oder andere noch Lust mitzumachen. Das würde mich sehr freuen. Für heute auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Macht's gut, ihr Lieben.